Leute, willkommen zu einem Video zu GoogleGP und Ninja Pommes am Start und wir machen heute... Kommt einer angerannt oder angebiked. Wir machen heute die ultimativen Speedtests und gucken einfach mal, welches Auto schnellste ist, oder Pommes? Ja. Das heißt, erstes gucken wir, ob Rocket Car oder Toxic Car der schnellere Wagen ist und dann testen wir anhand dieses Ergebnisses den nächsten schnelleren Wagen, also den neuen Cars sozusagen. Das heißt, da legen wir einmal los und ich würde sagen, auf drei geht's los, oder? Halt, nicht schummeln, Pommes, zurück. Okay, wir fahren einfach, ja? Ich würde dann auf drei geht's los, oder was? Ja. Okay. Dann eins, zwei, drei. Ja, du bist auf jeden Fall schneller. Toxic Car gewinnt, Haus hoch gegen Rocket Car. Aber, ja. Okay, du hast gewonnen. Toxic Car ist schneller gewesen, alles klar. Hier steht auch Moni. Ja, stimmt. Ja, cool. Da würde ich sagen, Leute, komm, fahren wir zurück. Das heißt, ich nehme das Toxic Car und Pommes nimmt dann einfach die neuen Wagen, würde ich sagen, ne? Ja, ich nehme den Sportwagen, glaube ich. Alles klar. Alter, krass. Also, dass das Toxic Car so viel schneller ist, ist schon... Willst du mal ein Rocket Car schnell fahren? Ja, komm. Hier, nimm mal schnell das. Das ist besser zu lenken für dich. Alter, also, das Toxic Car ist schon echt schnell, aber es ist halt echt schwer zu lenken, ne? Muss man sagen, ne? Ja. Also nehme ich jetzt das Toxic Car, ne? Ja. Welchen Sportwagen hast du jetzt? Den teuersten oder den nicht teuersten? Ich hab den roten. Ist das der teuerste? Nee, ich glaube schon. Das ist der zweiteuerste. Nee, ist der teuerste, den du hast, glaube ich. So Leute, wir haben jetzt gesehen, also das Toxic Car, willst du links fahren? Okay, warte. War der schnellere Wagen gegenüber den Rocky Car und jetzt hat Pommes den zweitschnellsten Wagen genommen. Ist das zweiteuerste, was du hast, ne? Ja. Und danach kommt der Wagen mit den Rallye-Streifen, richtig? Ja. Oh, guck mal. Er rammt einfach Pommes von hinten. Warte, ich fahr den mal weg. So, kommst du noch zu mir nach hinten mit Pommes? Genau, so. Dann fahren wir wieder geradeaus auf 3, würde ich sagen. Mal gucken, was meinst du, welches Car schneller ist? Ich meins oder deins? Ich glaube meins. Ja? Okay. Also auf 3 geht's los. 1, 2, 3. Oh oh. Alter, kann aber gut mithalten. Toxic Car schneller als das zweiteuerste, aber dafür kannst du dich viel besser lenken, ne? Muss man einfach dazu sagen. Okay. Das heißt, Toxic Car ist in der Beschleunigung immer noch schneller als das zweiteuerste Car von den neuen Cars. Aber nicht vergessen, Leute, es geht nur um den Speed-Test. Von der Lenkung her ist das Pommes-Science auf jeden Fall weitaus besser. So, Pommes, dann, aber ich glaube, der neue Wagen mit den Rallye-Streifen, ich glaube, der ist auf jeden Fall krasser als das, oder? Mit den Rallye-Streifen? Ja, der muss krasser sein. Mit den schwarzen Streifen? Genau. Den habe ich gerade. Hä? Den habe ich schwarz gefärbt. Ach so, ich dachte, das ist der. Dann hast du den anderen, das andere Auto noch? Welches? Na, das zweiteuerste Sportwagen. Wie? Es gibt ja noch einen anderen Sportwagen. So, den gelben. Ja. Ja, den hole ich mal kurz. Wo fährst du lang? Ich glaube, ich bin eine Abkürzung. Ah, okay. Genau, ach, das war schon das schnellste sozusagen, ja? Ja, das hier. Das ist okay, das stimmt. Okay. Ah, okay. Leute, das schwarze eben doch schon das teuerste von den ganzen Wagen. Tut mir leid, war gerade von mir ein Fehler gewesen. Er weiß nicht Bescheid. Und jetzt, ich glaube, das wird's nicht schlagen, oder was meinst du? Das ich glaub, wird's. Das Toxic gewinnt. Soll ich dann. Soll ich. Willst du? Pass auf. Dann ist das Rennen ja blöd, oder? Ja. Komm, dann gehen wir nochmal zurück. Komm mal zur Telefonzelle. Ja. Komm mal zurück. Also Leute, auf jeden Fall Beschleunigung bleibt das Toxic Car das schnellste Car im ganzen Mobi Live. Aber es hat eine extrem schlechte Lenkung. Nicht vergessen. Pommes, willst du noch mal den teuersten Wagen fahren? Hol dir mal den teuersten. Ah, ich musste den billig... Ach Mist, ich musste den erst noch kaufen. Oh, kannst du mich kurz noch zum Autoshop fahren? Zum neuen? Ja. Okay. Hast du den neuen Sportwagen nicht? Den zweitersten habe ich nicht, ne. Okay, dann hole ich den für dich. Okay. Leute, wir fahren jetzt kurz mal zum neuen Auto-Job. Falls jemand den noch nicht kennt, gucken wir uns kurz mal kurz nochmal an. Und ich wollte mir jetzt nochmal das zweiteuerste von den neuen Autos holen.
Und einfach zu gucken, ob durch das Auto, was gerade Pommes fährt, schneller ist als das zweiteuerste. Einfach mal gucken, was wir dann mit Speedtest rausbekommen. Wo fährst du hin? Da unten ist der Autohändler. Ich wollte nur eine Abkürzung nehmen. Okay. Danke, Pommes. Okay. Danke, danke. Oh, dein Auto ist weggeflogen. Und tschüss. So, Magic Motors. Es wäre cool, wenn irgendwie noch so eine Geschwindigkeitsanzeige dastehen würde. Das wäre cool. Aber guck mal. Ah, guck mal. Das zweiteuerste ist der Käfer hier. Lol. Zeig mal. Hier, guck mal, das ist der zweiteuerste. Das heißt, warte mal, ich kaufe mal beide kurz. Siehst du das? Was? Hier, das hier ist der, hier, das hier ist der zweiteuerste. Und der hier? Das ist der, also der billigste von den ganzen neuen. Und der Sportwagen ist der teuerste. Ja, genau. Ah, das ist ja komisch, wa? Komm, wir gucken mal kurz. Komm, da müssen wir jetzt noch ein paar Tests machen. Hey, hier steht einer. Hier steht einer. Ja, my wish I could afford. Ah, da will ich ein Auto kaufen. Hey, Digga, ich kauf dir ein Auto. Hier, komm her. Ich kauf dir eins. Ja, Pommes, willst du mal den schnellsten fahren? Oder welchen willst du jetzt mal fahren für das Rennen? Ich würde sagen, nimm mir den schnellsten. Nimm mal den mit den krassen. Den krassesten, den schwarzen Wagen. Der ist krass. Okay. Und ich nehme jetzt den. Okay. Autsch. Können wir lang, ja. Also ich merke schon, der Wagen zieht langsam an. Wir können ja kurz mal gucken, wie er auf der Langstrecke ist. Aber er kommt bestimmt was langsam vor. Aber der wird hinten raus schneller, der Wagen. So ein bisschen wird er schneller. Wir gucken mal. Er hat halt wirklich eine schlechte Beschleunigung, der Wagen. So, dann wir gucken jetzt mal und testen jetzt mal den teuersten Wagen gegen den, ja, den billigsten Wagen sozusagen. Genau, vom neuen Job. Ich glaube, Pommes ist auf jeden Fall schneller. So sieht's aus. Ich merke schon, der hat eine extrem schlechte Beschleunigung. Lass uns hier starten. Nee, guck mal, da steht das Taxi in der Nähe. Das ist doof. Wir lassen unten starten, komm. So, komm mal zum Licht bis nach hinten. Ich glaube, du wirst auf jeden Fall das Gewinn. So, Leute, wir testen jetzt den schnellsten Sportwagen gegen nochmal den, ja, den drittbilligsten zusammen von den neuen. Wir sagen, drei geht's los. Bist du bereit, Pommes? Ja. Dann 1, 2, 3. Ja, guck mal, du bist auf jeden Fall schneller. Also, wenn meine aus dem Popo kommt, dann bist du schon 100 Kilometer entfernt. Aber ich glaube, wenn ich länger fahren würde, würde ich dich überholen, glaube ich. Aber ich weiß nicht genau. Okay. Lass uns besser mal als ob. Okay, du hast auf jeden Fall gewonnen, Pommes. Hier reicht doch, komm, hier reicht. Stopp, stopp. So, Leute, das heißt, dann nehme ich jetzt den letzten Test nochmal. Und zwar das komische, was war das für ein Car? Man steht, ich hätte gar keinen Namen da. Dieses, ja, sieht aus wie ein kleiner... Wie so ein Käfer, wie so ein... Oh, das ist ja extrem langsam. Yeah. Wo bist du? Hier. Was machst du? Pommes! Ich hänge mit dem Bein. Oh, nee, guck mal, wir müssen gar keinen Test machen, wie langsam der ist. Oh, ist der langsam. Wo bist du? Ich bin hier, kannst du mich mein Bro hier. Was machst du da, Pommes? Ich häng mit dem Bein fest. Oh nein, armer Pommes. Nein, nee. Kann ich von dir ein Foto machen? Ja. Guck mal, armer Pommes. Du bist weg? Hä? Wo bist du hin? Pommes? Guck mal das mein Auto an. Guck mal mein Auto an. Hä, wo bist denn du hin? Erst Golfer ist auch schnell. Meinst du, das Golfer würde gegen den neue Car gewinnen? Weiß nicht. Komm, ich nehme das Golfcar mal eine Runde. Aber willst du das Golfcar fahren? Welches willst du fahren? Golf. Okay. Okay, komm, Leute. Letzter Test. Wir machen mal Golf gegen das neue Rennauto. Und mal gucken, wer da gewinnt. Ich glaube, das Golfcar sieht zwar ziemlich schnell aus, aber das ist gar nicht mal so langsam. Muss man ihn lassen. Ah, du fährst rückwärts gerade. Oh Gott, du fährst rückwärts. Krass. Lass uns hier so anfangen. Von oben? Ja. Okay. Warte, lass uns. Ich will hier sein. Yep. Lass uns hier so starten. Okay. Mal sehen, wer da. Ich glaube, das. Also, ob das das schafft, weiß ich nicht. Bist du bereit? Ja. Dann Golfcar versus Sportcar. 1, 2, 3.
Ey, das war unfair. Was ich denn? Ich hab früher angefangen. Okay. Aber ich glaube, das Golfkar kann nicht mithalten, leider. Finde ich es ja schade, dass immer das Toxica das schnellste Car auf der Welt ist. Das finde ich ja blöd, wa? Nein, Boost. Okay. Boost, gib mir einen Boost. Oh, das war ein Crash. Möchte ja doch. Wow. So, Leute, ihr habt es gesehen, das schnellste Auto, also in der Beschleunigung, ist und bleibt das Toxic Waste Car. Das heißt, einfach das schnellste, dafür kannst du extrem schlecht lenken, wenn ihr ein normales Auto haben wollt, was das, wo ich gut lenkt und gut Speed hat, holt auf jeden Fall das Rocket Car und das allerneueste Muscle Car, also das teuerste von allen. Da seid ihr euch am besten mit bedient. Aber leider, ich finde es schade, dass es nicht noch ein anderes Car gibt, was noch schneller beschleunigt als das Toxic Car. Aber sonst, Leute, falls ihr noch irgendwie weiteres Tests haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like am Start. Bis nächste Woche rein. Ciao.